Wenn du Kinder hast oder wenn du Kinder kennst, wenn du jemand bist, der sagt, ja, meine Kinder oder Kinder, die ich kenne, die würde ich gerne fit für die Zukunft machen, die möchte ich gerne entwickeln, dann ist dieser Podcast für dich Gold wert. Und auch wenn du nicht nur eigene Kinder hast, sondern wenn du mit jungen Menschen arbeitest, wenn du vielleicht in einem Unternehmen bist, mit Auszubildenden zu tun hast, einfach wenn dich die Frage beschäftigt, wie machen wir die jungen Menschen fit für die Zukunft und wie bereiten wir sie dann überhaupt auch richtig vor für das, was in der Zukunft wichtig sein wird, was die ganzen Herausforderungen, die Veränderungen der Welt betrifft. Ja, dann würde ich jetzt wirklich mir den Zeit und den Raum geben, hier genau zuzuhören, denn heute bekommst du nicht von mir viel Input, sondern von meiner Gesprächspartnerin. Und ja, das ist eigentlich gleich auch der Start in ein neues Format, denn heute starten wir mit der ersten Folge. Ich nenne das Coach Time, denn die liebe Kira, die heute bei mir zu Gast ist im Erfolgsoffensive Podcast, ist Teil meines Coaching-Teams. Aber sie ist nicht nur Teil meines Coaching-Teams, sondern sie ist in erster Linie, steht sie für sich selbst. Kira Liebmann ist eine Frau, die, und sie wird es gleich selber erzählen, aus eigener Erfahrung bestens weiß, wie bringt man Kinder auf die richtige Spur, wie bereitet man Kinder richtig vor. Aus der eigenen Erfahrung, denke ich, als Mutter wirst du sprechen, du wirst aber auch aus deiner Erfahrung jetzt, du bist selber Vortragsrednerin, du bist als Coach sehr erfolgreich in deiner Arbeit mit unzähligen, nicht nur Kindern, sondern eben vor allem den Eltern, den Entwicklern von jungen Menschen, mit Lehrern und so weiter wirst du berichten. Wie bringt man Menschen auch dahin, dass sie selbst in einen Zustand auch kommen, dass sie diesen ganzen Stress auch aushalten können? Das heißt, es geht ja nicht nur darum, immer Kinder vorwärts zu bringen, sondern auch selber überhaupt erstmal ready zu sein, um die Energie zu haben. Und diese ganzen, was einem im Leben oftmals so widerfährt, wie das ganze Leben auf einen einprasselt, wie man das auch aushält. So, und deswegen freut es mich riesig, dass du hier bist. Wie gesagt, du bist Teil meines Coaching-Teams. Vielleicht dazu noch ein kurzes Wort auch. Ich gebe seit knapp 3 Jahren keine Einzelcoachings mehr, aus dem Einzelfall im Spitzensport. Ansonsten mache ich das nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen ein Team an Experten außenrum auf, die in ihrer Kernexpertise noch viel besser sind als ich zum Beispiel, weil sie viel mehr spezielle Erfahrungen auch in einem Teilbereich haben. Und heute muss man ja wirklich auch schon sagen, ne, wenn man das Wort Coach hört, ne, es gibt ja diesen schönen Satz, wer nichts wird, wird, wird. Und wer nicht wird, wird, der wird Coach irgendwie so ein bisschen. Ne? Es ist irgendwie schon so ein Synonym für Hartz-IV-Empfänger. Und deswegen ist die Auswahl von Leuten, die bei mir im Coaching-Team ist, sehr genau getroffen. Die Susanne Heinz und ich, wir überlegen uns sehr gut, wer da reinkommt. Das sind also wirklich Leute, die nicht nur irgendwie angelesenes Schulwissen haben, sondern die wirklich Praxiserfahrung haben und die vor allem, und das ist das Allerwichtigste, selbst stabile Persönlichkeiten sind, weil sie selbst was wirklich durchlebt und erlebt haben. Und da gehörst du dazu, liebe Kira. Also erstmal herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte Ja, dich ja selber genau. schon bei mir als Gast im Interview und jetzt freue ich mich natürlich auch hier sein zu dürfen. Ja, stimmt, genau. Und du bist wirklich eigentlich für dieses Thema, wie macht man Eltern und auch Jugendliche fit für die Zukunft? Du bist da prädestiniert, weil vielleicht magst du mal ganz kurz, so ein bisschen im Ansatz weiß ich es ja, aber so viele Details weiß ich selber noch gar nicht dazu, deine eigene Story mal kurz erzählen. Wie bist du eigentlich auf diesen Weg gekommen? Also, um es ganz einfach profan zu sagen, was legitimiert dich eigentlich, über das Ganze zu sprechen, worüber du so sprichst? Ja, da gibt es eigentlich zwei Geschichten in meinem Leben, die dafür gesorgt haben, dass ich das tue, was ich tue. Und zwar das erste war tatsächlich, da war ich selber 13 oder 14, das weiß ich heute nicht mehr genau. Und ich hatte eine Mutter, die sehr viel mit Depressionen zu kämpfen hatte und immer wieder auch ja, ihrem Leben ja, ein Ende setzen wollte. Und es gab dann einen Tag, als ich 13 war, ich bin in der Früh aufgestanden. Und ich konnte nicht in die Schule gehen. Es war einfach nicht möglich. Und ich bin zu Hause, ich bin liegen geblieben und bin dann rüber ins Wohnzimmer, weil so eine ganz komische Stimmung auf einmal in der Luft lag. Und dort war meine Mama, die hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und mein Vater, der hat versucht, den Arzt zu erreichen, hat ihn nicht erreicht. Dann hat er gesehen, dass ich da bin, hat gesagt, pass auf deine Mama auf, ich gehe los und ich hole den Arzt zu uns nach Hause. Und meine Mama hat sich ins Bett gelegt und mich zu sich gerufen und hat gesagt, Kira, ich möchte den heutigen Tag nicht mehr überleben. Ich kann das einfach nicht. Aber ich kann nur gehen, wenn du mir versprichst, dass du auf deine Geschwister aufpasst. Ich habe noch zwei kleinere Geschwister. Und ich habe sie angeschaut und habe zu ihr gesagt,
Wenn du heute gehen möchtest, dann mach das. Aber es ist dein Job, auf die Kinder aufzupassen und sie großzuziehen und nicht meiner. Und ich bin aufgestanden und gegangen. Und diese Situation hat mich so sehr erschüttert in den Grundfesten, dass ich einfach als junger Mensch unglaublich orientierungslos gewesen bin und die ganze Pubertät, die ganze Jugend auf der Suche nach etwas war, um diese innere Unsicherheit und diese innere Leere zu füllen. Ich habe das versucht mit Drogen, mit Alkohol, habe das in den Armen von anderen Männern mir versucht, irgendwie diese Leere zu holen. Und das ist der Grund, warum ich heute einfach vor allem jungen Menschen zeigen möchte, wie man aus solchen Situationen wesentlich einfacher rauskommt, wie man selber die Kraft in sich findet, statt im Außen immer zu versuchen, gewisse Leeren, die einfach da sind, zu füllen. Und das war so der prägende Moment für mich, warum ich sage, mir ist es vor allem wichtig, jungen Menschen da zu helfen und den Eltern eben auch zu zeigen, wie sie junge Menschen da bestmöglich unterstützen können und vielleicht die Eltern sein können, die Stabilität zu vermitteln, die mir damals gefehlt hat oder die ich mir einfach gewünscht hätte. Das war der ausschlaggebende Punkt, warum es vor allem Jugendliche sind, weil viele fragen mich oft, warum suchst du dir denn Jugendliche aus, die sind ja so schwierig und in der Pubertät. Genau deswegen, weil ich ihnen da eben durchhelfen möchte und das geht über die Jugendlichen, aber auch ganz, ganz viel über die Eltern, weil wir natürlich dann großen Beitrag dazu leisten können, dass die Jugendlichen ihren Weg gehen oder halt auch einfach nicht. Und meine Mama hat sich dann an diesem Tag nicht umgebracht, aber es war trotzdem für mich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, weswegen ja ich heute hier stehe und die Arbeit tue, die ich tue, zum Teil. Ja, krass, ja. Und das machst du ja tatsächlich sehr erfolgreich. Du bist ja so, glaube ich, in Deutschland kann man tatsächlich sagen, schon mittlerweile eine der gefragtesten und meist gebuchtesten Schulrednerinnen. Du bist ja wirklich über die nächsten Monate hinweg wirklich an x Schulen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also man merkt ja auch, auf der einen Seite, es gibt ja viele, die das jetzt auch machen wollen, was du machst, aber ganz wenige machen es. Ne? Also das heißt, im Endeffekt, ja, der Markt ist ja mal da, also jeder weiß das, ne? Es gibt genügend Jugendliche, die diese Hilfe brauchen, es gibt genügend Ausbilder, Lehrer, Eltern, die genau das brauchen und trotzdem gibt es im Verhältnis, glaube ich, gar nicht so viele Anbieter, die das so auf den Punkt auch wirklich glaubhaft rüberbringen können und wirklich auch Effekte erzielen können. Und du hast ja wirklich auch, du bist ja wirklich eine klassische Self-Made-Business, wie soll ich denn sagen, Businessfrau, die das auch aufgebaut hat. Magst du ganz kurz erzählen, wie ist es zu diesem Business auch gekommen? Weil du hast ja alles das, was du Leuten jetzt auch erzählst, auch, sage ich mal, das ist das Thema Selbstbestimmtheit und dann auch selber Erfolg verwirklichen und sich auf die eigenen Beine stellen und Rückschläge. Das kam ja immer wieder mal auch bei dir, ne? Das hast du ja selber wirklich durchlebt auch. Magst du mal kurz erzählen, wie kamst du zu deinem Beruf jetzt eigentlich auch? Was war so in den letzten 5, 6 Jahren eigentlich so los bei dir? Sehr, sehr gerne, weil ich war, dieser Mensch, der ich heute bin und der heute hier steht, den hat es ganz, ganz lange Zeit nicht gegeben. Und zwar hat es bei mir angefangen, dass ich war als Animateur bei Robinson tätig. Ich kam zurück und habe dann hier versucht, wieder in Deutschland Fuß zu fassen und habe dann übers Internet einen Mann kennengelernt, der von dem ich eigentlich von Anfang an wusste, das passt nicht. Aber wir Menschen sind manchmal so doof, dass wir dann trotzdem sehenden Auges da die Stimmen nicht hören und trotzdem bin ich mit diesem Mann zusammengegangen und habe innerhalb von 3 Monaten meine Wohnung aufgegeben, habe alles verkauft, bin 50 Kilometer weiter weg zu ihm gezogen mit meinen 2 Koffern und habe dann genauso wie ich ja meine Wohnungseinrichtung verkauft habe, auch meine Ziele, meine Träume, meine Visionen dort in der Wohnung gelassen und war dann mit einem Menschen zusammen, von dem ich es zugelassen habe, dass er mich sehr vereinnahmt hat. Er hat es ganz, ganz geschickt gemacht. Also er hat ganz viel mit Lob und Anerkennung gearbeitet. Dann, wenn ich funktioniert habe und wenn ich das gemacht habe, was er wollte. Und so hat er es geschafft, mich ganz langsam zu isolieren. Ich habe den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen, weil die waren ja alle doof. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie fast eingestellt. Ich habe in der Arbeit gekündigt und habe dann angefangen, für ihn zu arbeiten. Bin sehr schnell schwanger geworden und habe gar nicht gemerkt, dass er wie so eine Krake die Hände um mich rum spannt. Und habe dann festgestellt, dass ich mit einem Narzissten verheiratet bin. Und Narzissten sind Menschen, die dafür sorgen, dass du alles dafür tust, dass es ihnen gut geht. Und in diesem Konstrukt habe ich das aber in dem Moment nicht gemerkt. Also ich habe gemerkt, ich bin total unglücklich. Ich bin immer weniger ich selber. Ich bin immer nur das, was er will. Hatte aber eigentlich keinerlei
Möglichkeit gesehen, da rauszukommen. Und er hatte immer so diesen Traum, dass er 1 Million Umsatz machen möchte. Und er war Malermeister, ich kam aus der Werbung. Wir haben sehr geschickt Werbemaßnahmen geschalten und hatten irgendwann, nach sehr kurzer Zeit, nach 4 Jahren, haben wir diesen Umsatz dann gehabt. Wir hatten sehr viele Mitarbeiter, wir hatten ganz viele offene Baustellen. Und dann kam das eigentlich, was kommen musste, wenn du viel zu schnell wächst. Er ist in ein ganz, ganz tiefes Burnout gefallen mit Depression. Also er konnte das Bett fast ein halbes Jahr nicht verlassen, wollte sich aber auch keine Hilfe holen. Und ich hatte mittlerweile dann schon 2 Kinder, die Firma, die 20 offene Baustellen, 15 Mitarbeiter und rund um die Uhr eigentlich nur noch am Arbeiten und hatte mich selber komplett aufgegeben. Also die Kira hat es nicht mehr gegeben. Ich habe nur noch funktioniert, dass alles um uns herum nicht komplett einstürzt. Und das Ganze ging so 2 Jahre lang und dann hat er sich in der Zeit irgendwann ganz, ganz langsam wieder aufgerappelt, konnte zumindest mal 2-3 Stunden wieder arbeiten. Und so 2014 habe ich Anfang des Jahres zu meiner besten Freundin gesagt, boah, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich muss wieder ich selber sein. Ich werde krank, wenn ich mich weiter so komplett aufopfer. Und hatte dann so die ersten Gedanken, dass ich diese Beziehung verlasse. Und dann hat sich im Frühsommer der Mann von meiner besten Freundin getrennt und sie kam dieser Trennung überhaupt nicht zurecht. Und ich habe sie aufgefangen. Sie war fast jeden Tag bei mir. Und ein paar Monate später habe ich gemerkt, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr wegen mir gekommen ist, sondern wegen meinem Mann. Also die beiden haben hintenrum eine Affäre angefangen gehabt, hatten sich auch heimlich getroffen, was ich dann später herausgefunden habe. Und das hat mir natürlich dann irgendwie total den Boden unter den Füßen weggezogen, weil dann war der Mann weg, dann war die Freundin weg, natürlich auch die Arbeit, die Ziele. Ich hatte auf einmal gar nichts mehr außer 2 Kindern und überhaupt keinen Plan vom Leben. Und dann bin ich natürlich erst mal selber auch in so ein ganz tiefes Loch gefallen und dachte, warum stehe ich jetzt überhaupt auf? Was mache ich? Wer bin ich? Ich hatte irgendwie gar nichts mehr. Und dann kam eigentlich der Wendepunkt Silvester 2014 auf 2015. Man, alle waren beim Feiern. Ich war mit den Kindern alleine zu Hause und habe wahnsinnig geweint wieder. Also mir ging es wirklich schlecht. Und irgendwann kam so ein Geistesblitz, wo ich sagte, weißt du was? Jetzt reicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr, wegen dieser ganzen Situation zu weinen. Jetzt ist genug. Und habe mich hingesetzt und habe wirklich die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang mir aufgeschrieben, wer bin ich, wer will ich sein, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, was will ich im Leben erreichen, warum bin ich überhaupt hier? Und habe mir dann angefangen, ab diesem Moment mir komplett alleine, alleinerziehend, ohne irgendein Netzwerk, mein Business aufzubauen. Und das war Anfang 2015, war dieses Erlebnis, also jetzt vor 4 Jahren, und habe dann daraus ja mich selber entwickelt und erstmal selber geguckt, wer bin eigentlich ich und was will ich in dieser Welt bewirken. Und da hat sich dann die Vision entwickelt dadurch, durch diese Zeit. Und es gab so einen Satz, den mein Papa immer und immer wieder zu mir gesagt hat, seit ich ein kleines Kind bin. Der hat immer gesagt, Kira, egal was du dir vornimmst, du kannst alles schaffen, was du willst. Und dieser Satz hat mich wirklich durch diese schwerste Zeit meines Lebens getragen. Da habe ich mich jeden Tag dran erinnert. Der hat mir jeden Tag Flügel verliehen. Und das hat mir dann irgendwo die Kraft gegeben, eben nicht aufzugeben, sondern zu sagen, die Situation ist, wie sie ist. Ich kann entweder aufgeben oder es ist eine Chance, nochmal richtig durchzustarten. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Gott sei Dank. Wahnsinn. Coole Geschichte. Und das ist total wichtig, finde ich immer, dass wir so die Hintergründe von Experten auch wirklich kennen. Weil das zeigt uns auch, was steckt da für ein Wesen, für ein Mensch hinter dem Wissen, das vielleicht auch jemand irgendwo hat. Okay, also mega gut. Da steht also eine Powerfrau, da sitzt jetzt eine Powerfrau gerade. Und du bist jetzt jemand, der tatsächlich mittlerweile Tausende von Menschen auch in der Welt, und zumindest mal erstmal in der deutschsprachigen Welt, und wer weiß, wo das noch alles hingeht, inspiriert. Lass uns doch da mal so ein bisschen jetzt ins Thema einsteigen. Dein Kern, wie würdest du die Kernwirkung erklären? Also was ist das, was du wirklich für ein Problem eigentlich draußen in der Welt löst? Das Hauptproblem, was ich löse, dass ich Menschen oder in meinem Fall Eltern zeige, dass die Kinder nicht das Problem sind, sondern dass man sich selber, seine eigene Unzufriedenheit nur bei sich selber auch verändern kann. Also, dass man nicht mit dem Finger auf andere Menschen zeigt und sagt, das Kind ist schuld und der Arbeitgeber ist schuld und die Umwelt ist schuld, sondern dass man versucht, den Blick nach innen zu richten und zu gucken, okay, die Situation ist, wie sie ist und was kann ich jetzt daran ändern, dass sie anders wird?
statt immer nur zu jammern und mich in der Opferhaltung aufzuhalten. Mhm. Das ist das, was ich Menschen vermitteln möchte, egal welchen Alters. Okay. Also nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. Angenommen, wir hätten jetzt eine Mama oder einen Papa oder ein Paar, die haben 1, 2 Kinder und die Kinder sind halt, wie Kinder sind, ne? Nicht immer super motiviert in der Schule und haben vielleicht auch manchmal komische Freunde und machen komische Dinge und probieren Dinge aus, die man, wo man nicht weiß, meine Güte, wie soll man denn, was soll man denn jetzt überhaupt machen? Und im Job ist schwierig und die Ehe ist auch irgendwie nicht mehr ganz so, wie es mal war. Also der Klassiker, also alles im Leben ist irgendwie so ein bisschen instabil. Mhm. Und jeder ist so irgendwo auf der Suche nach irgendwas. Ja? Die Frau sucht vielleicht wieder so ein bisschen die Nähe und Anerkennung, der Mann sucht die Bestätigung im Job. Beide wissen nicht so richtig, wie sie es mit den Kindern hinkriegen. Die Kinder wissen eigentlich, suchen auch irgendwas, wissen aber gar nicht, was sie suchen. So, wenn du jetzt in so ein Chaos, sage ich mal so ein bisschen, also emotionales Chaos reinkommst, was würdest du jetzt den Eltern zum Beispiel raten? Was sind so die ersten Schritte, sage ich mal, zum Chaosmanagement, dass man da wieder Klarheit und ich nenne das jetzt mal eine Heilung, also eine Verbesserung praktisch hinbekommt. Ja, also das Erste, was ich in so einer Situation machen würde, würde ich den allen raten, die dort beteiligt sind, schreib dir erstmal auf, was willst du, was stört dich und was hättest du denn gerne anders? Dass man das mal so wirklich auch klar vor sich sieht, was nervt mich, meine Arbeit nervt mich, mein Chef nervt mich, mein Partner ist nicht nett genug, meine Kinder sind frech. All das erstmal aufschreiben, damit man das Ganze sammelt. Und danach würde ich mir überlegen, okay, und jetzt lass uns doch mal die Liste anschauen. Was davon kannst du beeinflussen und was davon kannst du nicht beeinflussen? Weil ganz oft versuchen wir uns, wir jammern im Außen und versuchen, Dinge zu verändern, auf die wir null Einfluss haben und fühlen uns dann natürlich total hilflos und ohnmächtig und das macht was mit unserer Grundstimmung. Und wenn man dann die Liste durchgeht und sagt, okay, was davon kann ich denn wirklich beeinflussen? Was davon kann ich verändern? Wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, bei mir durch mein Tun Dinge anders zu machen oder anders zu sehen? Und diese Punkte würde ich erstmal mit den Eltern dann angehen oder empfehlen, sie selber erstmal anzugehen, bevor man immer nur über Dinge meckert, ja, die man sowieso nicht ändern kann. Wir können das Wetter nicht ändern. Wir können nur entscheiden, wie wir darüber reagieren, wie wir darauf reagieren. Ja, das gibt schon mal ganz viel Klarheit. Ja, und da sind wir schnell am Punkt, weil die Eltern werden dann wahrscheinlich sehr schnell gleich mal alles Mögliche wissen, was sie zum Beispiel jetzt am Kind ändern wollen. Ne? Also der soll hier mal ein bisschen pünktlicher sein, soll mal ein bisschen fleißiger sein, soll mal die Hausaufgaben richtig machen, soll mal wissen, was er später tun soll, soll dieses, soll jenes, soll sonstiges, soll auch mal ein bisschen was wieder erzählen zu Hause. So, jetzt ist es ja bekanntermaßen so, dass man ja andere Menschen so ganz schlecht ändern kann. Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt ein Elternteil sagt, na, irgendwie die Connection zu meinem Kind ist irgendwie nicht mehr so da, wie das mal war. Irgendwie wird das alles so ein bisschen komisch. Was macht man denn dann? Also das Erste, was man macht, erstmal zu gucken, was ist mein Anteil daran? Wie rede ich mit meinem Kind? Wie bin ich in der Kommunikation mit meinem Kind? Bin ich auf Augenhöhe mit meinem Teenager? Man muss ein bisschen auch unterscheiden zwischen, sag ich mal, unter 10 und über 10. Also gerade wenn es bei Teenagern geht, was meine Zielgruppe sind. Wie gehe ich überhaupt mit dem Kind um? Wenn ich zum Beispiel erwarte, dass mein Kind das Handy weglegt zu Hause und sich mit mir unterhält, ist der erste Schritt erstmal zu gucken, wie gehe denn ich überhaupt mit dem Handy um? Unterbreche ich jedes Gespräch, wenn eine WhatsApp kommt, oder bleibe ich auch mit der Aufmerksamkeit beim Kind? Also immer erstmal schauen, was lebe ich denn vor? Was mache ich denn vor? Weil wir sind die größten Vorbilder für unsere Kinder. Und wenn wir A, predigen, uns aber B, verhalten, dann werden die Kinder sich eher unser Verhalten anschauen, als das, was wir ihnen predigen. Das ist mal so der erste Schritt, zu gucken, was lebe ich denn überhaupt zu Hause vor? Lebe ich Pünktlichkeit vor? Lebe ich Respekt vor? Lebe ich Loyalität vor? Oder sitze ich beim Abendessen, reg mich die ganze Zeit über meine Arbeitskollegen auf, über meinen Chef auf, erwarte aber, dass mein Kind total loyal ist und über niemanden eine schlechte Meinung hat? Also wo ist vielleicht eine Inkongruenz zwischen meinem Verhalten und dem, was ich erwarte? Und wir sind ja ganz oft enttäuscht, weil die Kinder nicht das tun, was wir von ihnen erwarten. Aber die Kinder sind nicht auf der Welt, um unsere Erwartungen zu erfüllen, sondern um ihr Leben zu leben. Also auch hier gucken, was erwarte ich eigentlich und wo habe ich vielleicht Erwartungen, die mein Kind gar nicht erfüllen kann. Ich glaube auch tatsächlich, also 100% Zustimmung in allen Punkten. Ich glaube auch zum Beispiel, dass gerade dann das Eltern ganz besonders kirre macht innerlich, wenn sie sehen, dass ihre Kinder nicht ihr eigenes Leben leben, so ein bisschen, oder nicht das Beste aus sich rausholen,
wenn die Eltern selbst das für sich irgendwann aufgehört haben. Also weißt du, wenn die Eltern selbst ihre eigene Beziehung zu sich und zu ihren Träumen und zu ihren eigenen Vorstellungen im Leben irgendwann mal ein bisschen aufgegeben haben, vielleicht auch der Kinder zuliebe, weil klar, dann hat das Kind Priorität und du stellst deine anderen Pläne, die du vielleicht sonst gehabt hättest, wenn du keine Kinder gehabt hättest, erstmal ein bisschen zurück. Aber irgendwo projiziert man natürlich auch viel aufs Kind und kritisiert doch an Kindern auch viel rum, was einem eigentlich, also wo man eigentlich mit sich selbst hart ins Gericht geht. Ist das so deiner Erfahrung nach auch? Ja, ich nenne das gerne dieses Eisprinzessin-Syndrom, dass viele Mädchen Eisprinzessin werden sollen, weil das ein Wunsch der Mama ist. Und das ist eben ganz oft der Fall, dass wir unsere Wünsche auf unser Kind projizieren, unseren Mangel, also das Kind soll unseren Mangel ausgleichen. Ich bin total unordentlich, also erwarte ich, dass mein Kind super ordentlich ist, um hier mein Defizit auszugleichen. Das machen wir nicht absichtlich. Kein Elternteil macht das absichtlich. Es sind Mechanismen. Und wenn man die verstanden hat und durchbricht und durchschauen kann, dann kann man auch erst was dagegen tun. Okay. Würdest du sagen, wann erkennt man den Punkt, wo man das als Elternteil oder als Familie auch tatsächlich selber noch hinkriegt? Also wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, das kriege ich mit meiner Tochter und mit meinem Sohn oder mit meinem Mann irgendwie noch selber auch gesteuert oder wann brauche ich auch irgendwie mal Hilfe von außen? Weil also meine Beobachtung von außen ist immer, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich glaube, man denkt so, mit Liebe kann man alles schaffen. Und ich glaube, das ist ein Irrtum. Also Liebe ist die Basis dafür, dass man vieles schaffen kann, aber man kann es nicht immer alleine mit der Liebe schaffen. Ich glaube, Familien sind oftmals eine zu verschworene Gemeinschaft, wo sie gar keine Hilfe von außen auch zulassen, weil sie glauben, es wäre eine Schwäche. Wann würdest du es erstens auch so sehen und zweitens, wann wäre der Punkt, woran man erkennt, dass man auch von außen vielleicht sich Unterstützung holen sollte und auch darf? Ja, also ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass viele Familien oder viele Eltern der Meinung sind, ich habe das jetzt 12, 15 Jahre alleine gekriegt, jetzt brauche ich auch keine Hilfe mehr oder um Gottes Willen, ja, wir müssen ja nicht zum Psychiater oder zum Psychologen, wir sind ja nicht irgendwie krank. Also dass auch oft so ein falsches Bild dahinter steht. Ich denke, solange die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern stimmt, solange die Kommunikation intakt ist, solange man miteinander über alles sprechen kann, können das Familien mit ein paar Impulsen, vielleicht auch von außen in Form von Büchern oder ein paar Videos, zumindest mal auf die richtige Spur lenken. Wichtig ist, dass die Beziehung zueinander intakt ist, dass man Respekt voreinander hat, dass man sich ausreden lässt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass die Hierarchien auch einigermaßen gleich sind. Also dass man nicht sagt, Eltern oben, Kind unten, egal was passiert, so immer, sondern alle auf Augenhöhe miteinander reden. Kann man das auch, wenn man an sich arbeitet und sich ein bisschen fortbildet, auch alleine schaffen. Aber oft ist es ja so, dass Familien ja kommen, wenn die Kuh schon auf dem Eis ist, wenn die Beziehung schon kaputt ist, wenn die Kommunikation nicht mehr stimmt. Und dann schafft man es einfach alleine auch nicht mehr, weil man sich als Elternteil einfach in eine Position manövriert hat, in dem das Kind auch das Elternteil per se ablehnt. Und in der Pubertät lehnen Kinder sowieso die Eltern ab. Das ist ihr Job, das gehört dazu, sich da frei zu strampeln. Und wenn dann die Beziehung untereinander nicht passt, dann wird es auch ganz, ganz schwer miteinander zu reden, weil dann beide Seiten sich auch nicht mehr zuhören. Und dann sollte man wirklich versuchen, gemeinsam sich von außen Hilfe zu holen, damit die Beziehung wieder untereinander gekittet wird. Ja, absolut. Genau. Und gerade in der heutigen Zeit kann man ja durch digitale Medien und so weiter auch dann den Experten oder den möglichen Experten oder Expertin dann ja auch gut testen, sage ich mal. Ne? Also was weiß ich, wenn jetzt jemand zum Beispiel Interesse hat, mit dir zu arbeiten, du hast einen Podcast zum Beispiel. Ne? Also man kann ja dann wirklich viel reinschauen, reinhören und ich glaube erstmal sich so ein bisschen Information verschaffen, aber dann auch im letzten Schritt vielleicht dann trotzdem mal auch den Schritt gehen und sich wirklich die Expertise reinholen. Das ist lustig, ne? In der Unternehmenswelt ist das ganz normal. Ne? Da holt man sich seinen Unternehmenscoach, Unternehmensberater, Business-Mentor oder wie auch immer das alles heißt. Das ist völlig klar, ne? Aber so in der Familie ist es irgendwie so, oh Gott, bei uns ist irgendwas kaputt. Und da sind wir übrigens bei einem wichtigen Punkt, weil du arbeitest ja nicht nur für Eltern und in Schulen, sondern du arbeitest das ja auch, und man sieht es ja auch im Hintergrund bei deinem Roll-Up. Du arbeitest ja schon auch mit Unternehmen und dort auch speziell wahrscheinlich in diesem Bereich junge Menschen für die Zukunft fit machen, aber vor allem auch überhaupt erstmal wieder junge Menschen ins Unternehmen zu bekommen.
Denn Stichwort Fachkräftemangel geht ja bei den Jüngsten los. Also heutzutage mit jedem Unternehmensleiter, Personalleiter, mit dem ich auch so rede, die sagen, ja, heutzutage die jungen Leute sind ja erstens mal ganz schwierig zu bekommen. Und zweitens, ja, die sind ja alle total weg von der Realität. Die sind ja überhaupt nicht ready. Das Problem ist, dass meistens die Unternehmen sehr weit weg sind von der Realität, auch und überhaupt nicht wissen, wie sie die Leute abholen. Wie würdest du sagen, oder wie gehst du davor, wie macht man gerade im unternehmerischen Bereich, wie kriegt man Leute, junge Leute wieder ins Unternehmen rein auch überhaupt? Wie wird man interessant wieder für junge Leute? Und wie bereitet man, das ist jetzt die zweite Anschlussfrage, wie bereitet man junge Leute eigentlich auch auf das vor, was in der Zukunft alles kommt? Weil gerade das Thema Arbeitsmarkt, Arbeitsplatz, Ausbildung sind ja auch Riesenthemenbereiche, die auch in deine Arbeit mit reinfließen. Ja, ist richtig. Da gibt es mehrere Ansätze. Also es ist so, dass wenn man mit Unternehmen spricht, und ich mache ja wirklich so kleine Unternehmen, noch Mittelständler, wo einfach der Handwerksbetrieb sagt, verdammt, wenn ich jetzt nicht 2, 3 Azubis bekomme, dann kann ich meinen Laden zusperren. Und wenn man sich aber dann guckt, wo suchst du denn die Azubis? Wo gehst du hin, um deinen Nachwuchs zu holen? Dann sagen die meisten, ja, ich mache halt eine Anzeige beim Arbeitsamt. Genau. Und versucht dann dort, aber das ist nicht die Welt, wo die Jugendlichen sind. Also wenn ich zum Beispiel als kleinerer Betrieb sage, ich brauche meine Fachkräfte, weil sonst ist mein Unternehmen einfach nicht mehr wirtschaftsfähig, dann muss man erstmal schauen, wo halten die sich denn auf? Und man verlangt heute zum Beispiel noch ganz viele ein klassisches Bewerbungsanschreiben. Ich sage, mach das alles nicht, das ist total egal. Lass dir ein Video schicken. Schau dir den jungen Menschen im Video an. Sag, du schick mir 2, 3 Sachen, warum hast du Bock, bei mir zu arbeiten? Und dann guck ihn dir an, hör dir, was der sagt, schau, wie viel Mühe gibt er sich beim Video. Das ist die Welt, in der die Jugend von heute lebt und nicht in irgendwelchen Copy-and-Paste-Bewerbungsanschreiben, die man aus dem Internet sich runterlädt, die sowieso überhaupt keine Aussagekraft haben, weil das ist ja alles technisch vorgegeben, sondern den Menschen wirklich abzuholen. Oder zu sagen, man geht auf die Social Media. Also so wenige finde ich auf Instagram oder mit Facebook ist es nicht mehr ganz die jugendlichen Zielgruppe oder auf Snapchat. Also einfach auch mal in die sozialen Netzwerke gehen, wo die Jugendlichen sich aufhalten. Oder wenn ich weiß, die sind alle im Jugendzentrum, dann gehe ich halt als Malermeister des Ortes da mal hin und biete denen einfach mal an, hier habt ihr Bock auf ein Praktikum, wollt ihr was machen? Also wirklich auch aktiv drauf zugehen, weil die Zeiten, wo die Firmen einfach nur eine Anzeige schalten, ich suche Nachwuchs und dann kommt in Reihenweise die Bewerbungen rein, die sind einfach vorbei, sondern ich muss als Unternehmen in die Welt der Jugendlichen gehen und sagen, wo sind die, wie sprechen die und wie hole ich die zu mir ins Unternehmen. Und wenn ich dann gerade in kleineren Unternehmen noch so wie früher so eine ganz patriarchische Hierarchienstruktur habe und das, was der Chef sagt, ist Gesetz und du hast überhaupt nichts zu sagen, wird es immer schwieriger werden, die jungen Leute auch zu halten, weil das Thema Selbstwirksamkeit, Mitwirkung, das wird auch einfach immer wichtiger. Und die haben eine Auswahl. Ja, und wenn es einfach bei der einen Firma nicht klappt, dann bewerben sich bei 2, 3 anderen und wechseln die Firma. Also es ist viel wichtiger, auch in der Ausbildung die Jugendlichen so zu behandeln, dass sie einfach Bock haben, da zu bleiben. Und das bedarf auch bei vielen Firmenchefs dann auch eine Umdenken, dass man sagt, ich befehle nicht mehr, ich bin hier nicht mehr der Befehlshaber in meinem Unternehmen, sondern wir nehmen alle gleich miteinander ins Boot. Ein kleines Beispiel, als ich damals mit meinem Ex-Mann die Malerfirma hatte, da waren wir schon sehr innovativ und haben zum Beispiel sehr viele Spritzgeräte eingesetzt. Also man hat nicht mehr mit der Hand gestrichen, sondern hat das gespritzt und man musste nur noch mit der Rolle hinterhergehen. Bei uns hat kein Azubi gekündigt, weil die echt Bock hatten, diese Maschinen zu bedienen. Die durften die warten, die durften sich damit auseinandersetzen. Das war deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Ding funktioniert. Und die haben da echt Spaß dran gehabt. Die haben sich da auch drum gekümmert, weil das einfach ja mal etwas anderes war wie die anderen Azubis alle, die einfach noch mit der Hand sehr anstrengende Decken streichen mussten. Und so kann man auch gucken, wie kann ich bei mir im Unternehmen Innovationen mit einführen, die auch die Jugendlichen schon abholen. Also man kann auch zum Beispiel sagen, hey, ich habe noch keinen Instagram-Account. Hast du Bock, für uns Instagram zu machen? Mhm. Ja, also da einfach die Welt der Jugendlichen mit in den Betrieb aufnehmen und dann haben die auch Spaß zu bleiben. Ja, absolut, absolut. Und da gibt es immer noch diesen alten Satz, ne, der Kunde ist König. Und ich sage immer, also ich sage den Firmenchefs immer, sie müssen anfangen, dass sie ihre Mitarbeiter mehr lieben als ihre Kunden und vor allem noch mehr lieben als ihre Produkte und Dienstleistungen.
Ich stelle oft fest, dass wirklich viele Führungskräfte und Entscheider in Unternehmen wahnsinnig produkt- und dienstleistungsverliebt sind. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Ne? Also man muss ja, ist ja auch das, was ich draußen ja auch verkaufe. Und klar, aber ich muss die Menschen tatsächlich wahnsinnig gern haben, die bei mir arbeiten. Und da ist Geld nicht einfach das Einzige, was kommen darf. Ne? Das, ich glaube, das Denken ist noch nicht so ganz angekommen in allen Bereichen. Ja. Ja. Und vor allem auch die Wertschätzung entgegenbringen, weil ein Azubi war halt früher irgendwie der Depp, der Kaffee kocht und kopiert, aber die Zeiten sind vorbei. Ein Azubi ist ganz, ganz wichtig. Ja. Der saugt das Wissen auf. So viele Firmenchefs, die seit vielen, vielen Jahrzehnten im Unternehmen sind, die unglaublich viel Wissen haben, die können das nicht weitergeben. Und wenn man dann einfach mal den Nachwuchs nutzt als Schwamm, der dieses ganze Wissen aufsaugt, dem man das weitergibt, in dem das eigene Wissen weiterleben kann, dann sieht man den einfach mit ganz, ganz anderen Augen, wie nur eine billige Fachkraft, die zusammenkehrt oder Türen zusperrt. Ja, absolut, absolut. Und die brauchen den besten Content, die beste Betreuung, die besten Leute um sie rum. Ne? Also, weil natürlich bringen sie in manchen Teilbereichen auch manchmal echt Defizite mit. Das ist ja auch so. Also ich sehe das zum Beispiel in meinem Bereich, wo ich jetzt herkomme, Tennis, die Tennisschulen zum Beispiel. Ne? Früher, wenn du eine Tennisschule hattest, dann hattest du einen Cheftrainer, der war irgendwie mal ein riesig guter Spieler und der hatte also seine Assistenztrainer. Und dann hast du ja verschiedene Schüler ja auch, ne? Du hast die richtig Ambitionierten, die Guten, dann hast du so Mittelgute und dann hast du vielleicht auch so Schwache oder vielleicht Kinder erstmal. Und du hast, früher war das immer so, dass man dann die Aushilfstrainer, meistens irgendwelche Studenten, die sich nebenbei halt 15 Euro verdienen wollten, die hast du zu den Kindern hingestellt, dass die praktisch so ein bisschen entertainen, dass das auch erledigt ist. Hauptsache, man kriegt auch die Kohle von denen. Und der Cheftrainer hat sich natürlich um die guten Schüler gekümmert. Und schön langsam kommen die auch drauf, dass es genau andersrum eigentlich sein müsste, dass der beste Trainer mit der besten Kompetenz, mit der meisten Aufmerksamkeit auf die Allerjüngsten, da wo du noch am meisten zu tun hast, auch tatsächlich, aber eben auch tun kannst, dass du da drauf gehst und dass man die nicht so wegparkt. Ne? So wie du sagst, ne? Die Azubis waren früher so die Depperle. Und irgendwann müssen die sich dann mal so durchkämpfen und qualifizieren, dass die überhaupt mal meine Aufmerksamkeit verdient haben, so ein bisschen. Ne? Da müssen wir auch weg. Vielleicht schon langsam auch Richtung Abschluss. Was würdest du denn sagen, ist denn jetzt für junge Menschen, egal ob sie jetzt in einem Unternehmen sind oder ob man das jetzt sagt, für eine Familie der Tipp, was sind für junge Menschen die wichtigsten Fähigkeiten, die sie für die Zukunft, für die Welt, so wie sie sich jetzt verändern wird, erlernen sollten, was die brauchen tatsächlich, auch was die können sollen, damit sie die Herausforderungen der Zukunft gut meistern können? Ja, also was sie können sollen, das ist sehr individuell, was sie arbeiten möchten. Aber natürlich, sie brauchen Begeisterungsfähigkeit. Also ich brauche die Möglichkeit, mich für Dinge zu begeistern, neue Dinge zu lernen. Sie brauchen auch Mut, mal neue Wege zu gehen. Es gibt so viele Jobs später, die es heute noch nicht gibt, für die es noch keine Bezeichnung gibt, wo die jungen Menschen aber sagen können, hey, den gibt's nicht, alles klar, dann schaffe ich ihn. Auch das braucht ein bisschen Mut und auch Durchhaltevermögen, weil ja nicht alles wird sofort am Anfang funktionieren. Wir stoßen einfach auf zwei Generationen, die Jungen, die ganz viel ausprobieren wollen, die etwas Älteren, die noch eher konservativ sind und dann da auch nicht gleich aufgeben und sagen, na, dann mache ich es halt nicht, sondern an sich selber glauben, sich selbst bewusst sein und auch dafür kämpfen und dafür einstehen, was man kann. Und das ist so wichtig, dass man einfach weiß, was kann ich, was sind meine Stärken, welche Potenziale habe ich, sich da wirklich mit auseinandersetzen, was kann ich richtig, richtig gut und sich dessen bewusst sein und dazu stehen und das auch aufbauen und mit einer gewissen Begeisterungsfähigkeit und Resilienz, also Niederschläge gut wegstecken können und dann können die alles reißen, dann steht ihnen auch die Welt offen. Und wie entwickeln junge Menschen das? Dann würde jetzt die Mama und der Papa wieder sagen, okay, dann muss ich mich mit meinen Kindern jetzt hinsetzen und muss denen das lernen, muss denen das vermitteln, unabhängig davon, dass sie es meistens selber noch gar nicht haben. Ist das der Weg, dass dann, also können die Eltern das den Kindern dann auch endgültig vermitteln oder was wäre ein moderner Weg, dass junge Menschen sowas überhaupt lernen können? Weil ich glaube, wir sind uns einig, in der Schule, da ist das Bildungssystem noch nicht so innovativ und fortschrittlich, dass das in Schulen auch flächendeckend gelernt und vermittelt wird. Ja, das stimmt. Also tatsächlich laden sich Schulen, sieht man jetzt bei mir immer mehr Trainer von außen ein, die das den Schülern auch tatsächlich vermitteln.
Also es gibt zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Tool, was du auch kennst, ist das RISE-Profil. Das kann man sich gucken, man sucht sich ein RISE-Profile-Master, biete ich auch an, um überhaupt erstmal zu gucken, welche Potenziale stecken in meinem Kind, wie tickt mein Kind oder wie tick ich als junger Mensch auch überhaupt, um mal zu wissen, was brauche ich, um in diesem Leben groß werden zu können. Also das ist zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Vehikel, um den Turbo zu zünden, sich selber besser kennenzulernen und zu wissen, auch für Eltern, wie kann ich mein Kind motivieren, was kann mein Kind, welche Potenziale hat es, welche Talente hat es, wie kann ich es ansprechen. Also das nennt sich das RISE-Profil. Wer das möchte, kann das auch sehr gerne über mich buchen. Ich biete das für Familien an. Ansonsten, die Jungen oder wir als Menschen, wir wissen eigentlich, was wir können. Und wichtig ist es für die Eltern, dass sie die Kinder in ihrem Denken nicht einschränken, sondern sie groß denken lassen. Wenn dein Kind eine Vision hat, dann sag nicht, ach so ein Schmarrn, das gibt's nicht, sondern versuch dein Kind einfach in dieser Vision zu unterstützen. Keine Ahnung, ob es es dann wirklich macht oder nicht, aber wenn du ihm einfach das Gefühl gibst als Elternteil, ich stehe hinter dir, ich bin für dich da, ich stärke dich, dann haben Kinder auch wirklich diese Power zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg. Also meine Tochter will Pferdeflüsterin werden. Ja, natürlich kann ich sagen, so ein Schmarrn, aber mache ich nicht. Sondern ich sage, hey, wenn du das willst, dann lern das Beste, was du lernen kannst. Ja, schau, wo machen das Menschen schon? Wie machen die das? Was haben die gelernt? Und ob sie es dann macht oder nicht, meine Güte, das ist ihre Sache. Aber einfach dieses Gefühl vermitteln, du hast einen Traum und ich versuche mit dir die Kraft zu geben, den zu erreichen. Und dann können die jungen Menschen auch in ihre Kraft kommen, weil sie dann nicht immer das Gefühl haben, ich mache was falsch. Cool, okay. Jetzt waren wir bei den jungen Menschen. Was wäre für Eltern oder auch für Azubi-Leiter oder also für erwachsene Menschen, die auch natürlich junge Menschen entwickeln wollen, aber was wäre denn für die erwachsenen Menschen so die wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft, um die Herausforderung der neuen Zeit jetzt dann in den nächsten 10, 15, 20 Jahren auch meistern zu können? Was denkst du, ist da der Punkt? Ja. Also erstmal eine positive Grundeinstellung den Jugendlichen gegenüber und dann auch zu gucken, was haben die für Potenziale, was haben die für Stärken, die auch ihren Stärken entsprechend einzusetzen. Und zum Beispiel, als wenn ich jetzt Eltern bin, dann ist es für uns ganz, ganz schwierig, unseren Kindern zu raten, welchen Beruf sie erlernen sollen. Weil wenn ich jetzt, mein Vater war Steuerberater oder Banker und ich bin's und vielleicht mein Bruder auch, und dann versucht man sein Kind in eine Richtung zu schieben, sagt, okay, du musst auch eine Banklehre machen. Die Frage ist natürlich, wie wird das Ganze in 5 oder 10 Jahren aussehen? Da wird die Bank, so wie man sie heute kennt, mit den Filialgeschäften wahrscheinlich nicht mehr so vorhanden sein. Und deswegen ist es nicht wichtig oder sollte man den Kindern als Eltern nicht sagen, lerne diesen oder jenen Beruf, sondern woran hast du Spaß? Was kannst du gut? Was machst du motiviert? Wo blühst du auf? Welche Fähigkeiten hast du? Und dann zu sagen, okay, und in welchem Beruf könnten wir die denn komplett einbringen? Also nicht nach einem Beruf suchen, nach einer Berufsbezeichnung, sondern eher nach dem, was macht mein Kind denn tagtäglich? Und das passt sich dann schon dem Beruf an. Ja, absolut. Okay, also auch von dem her weniger vielleicht ein Lehrer zu sein für die Kinder, der ihnen sagt, das ist falsch, das ist richtig, mach das jetzt so, weil das weiß ich, dass das richtig ist, weil ich habe ja immerhin mehr Lebenserfahrung, sondern mehr ein Inspirator zu sein, oder? Kinder zu ermutigen, zu inspirieren und vielleicht auch ein bisschen ein Menschenexperte mal zu werden, zu verstehen, wie ticken denn Menschen überhaupt und wie kann ich das rausfinden, was in denen so flackert. Das wäre eigentlich die Aufgabe. Ne? Das haben wir bloß selber nicht gelernt. Da geht's los bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Genau, wir haben das selber nicht gelernt, aber trotzdem weiß ich als Elternteil, egal ob ich es gelernt habe oder nicht, ich weiß, was mein Kind begeistert macht. Ich weiß, was mein Kind gut kann. Und dann sollte man sich überlegen, okay, ich kann ja auch irgendwas gut. Und was bräuchte ich denn für eine Ansprache, um mein Teelicht in ein Feuer zu verwandeln? Und das kann man versuchen, vielleicht funktioniert das ja auch beim Kind. Aber erstmal auch gucken, was bräuchte ich denn in dem Moment, um sich überhaupt bewusst zu werden, wie man andere motiviert, sollte man sich erstmal überlegen, was brauche ich denn, um motiviert zu sein? Cool, okay. Also, wer jetzt Lust hat, mehr von dir zu erfahren, beziehungsweise vielleicht auch eben mit dir zu arbeiten, gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste eine einfache Möglichkeit wäre natürlich auch, ihr könnt natürlich auch uns schreiben, das heißt, wir geben das dann direkt weiter. Ihr schreibt einfach, hey, ich habe dein Interview mit Kira auf YouTube gesehen oder im Podcast gehört
Und dann geben wir das direkt weiter und stellen euch den Kontakt her. Aber der noch einfachere Weg wäre natürlich, dass jeder natürlich auch direkt gleich einfach zu dir kommt. Ich glaube, ein sehr gutes Einfalltor tatsächlich, um dich noch besser kennenzulernen, ist, glaube ich, auch dein Podcast. Du kannst gleich auch nochmal sagen, was ansonsten noch eine Möglichkeit ist, um dich vielleicht gut kennenzulernen, deine Arbeit. Und vielleicht magst du uns auch sagen, mit wem arbeitest du jetzt woran? Also das heißt, für wen hast du jetzt was im Petto, wo du sagst, wenn ihr zu der Zielgruppe gehört, dann hätte ich jetzt was für euch, wo ich euch helfen kann. Okay, sehr gerne. Also natürlich der Podcast Pubertät Überlebenstipps für Eltern. Dort bekommt man ganz, ganz viel Mentaltraining als Eltern. Findet man auch auf meiner Webseite kiraliebmann.de. Dort findet man die entsprechenden Links auch zu den einzelnen Folgen. Natürlich auch auf Facebook bin ich immer wieder live. Auf YouTube habe ich auch Videos. Aber ich denke, das Direkteste ist tatsächlich über die Webseite. Und dort kann man, wenn man eine Schule ist und sagt, hey, wir wollen einen Motivationstag für uns buchen, dort findest du auch alle Informationen, dass ich zu dir in die Schule komme, dort Motivationstraining tagsüber mit den Jugendlichen mache und dann abends im Vortrag noch mit den Eltern. Oder man kann als Familie sich auch an mich wenden und sagen, ja, ich möchte meinen Jugendlichen besser verstehen, ich möchte, dass wir wieder als Familie so eine Einheit werden. Dann kann man auch die Family Power Days bei mir buchen. Das ist dann ein Wochenende 1:1 wirklich nur mit der Familie arbeiten, um zu gucken, wie kann man hier ja, wieder alle in die gleiche Richtung bringen und wieder mehr Verständnis füreinander haben. Cool, okay. Also das heißt, Vorträge an Schulen, Seminare, sogar praktisch Personal Coaching, das ist immer eine coole Geschichte. Wir werden alles jetzt in den Shownotes verlinken, das heißt unter der Videobeschreibung unten oder eben, je nachdem, wenn du es über Spotify, iTunes oder wo auch immer hörst, schau in die Shownotes rein. Du findest dort erstens den Link zu Kiras Webseite, zweitens natürlich auch den Link zu Kiras Podcast und zu ihren sonstigen Angeboten, außerdem auch den Link zum Reisprofil, dass du dich da mal ein bisschen einliest. Und dann kann ich euch wirklich nur von Herzen empfehlen, deswegen machen wir nämlich das Interview, euch an Kira auch zu wenden, wenn ihr selbst einfach auch das Gefühl habt, hier gerne Unterstützung anzunehmen. Und ich kann euch sagen, das wird nicht nur euren Kindern oder eurem Unternehmen vielleicht helfen, sondern es wird in erster Linie vor allem euch auch selbst helfen, weil jede Form von, ob es jetzt eine Unternehmensentwicklung ist oder eine Entwicklung von einem Kind, das ist immer auch eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und Kira ist jemand, dem ich sehr, sehr vertraue auch. Deswegen ist sie auch Teil dieses Teams. Wir kennen uns jetzt doch auch schon eine Zeit lang. Und du hast ja selber gemerkt, ich bin niemand, der dann, bloß war jetzt jemand nett, ich fand dich schon immer sehr sympathisch und so weiter, aber ich bin niemand, der dann von heute auf morgen sofort jemand mit ins Coaching-Team nimmt, nur weil ich nett finde, weil dann, ich finde viele Leute nett, ne? Aber da muss halt auch mehr dabei sein. Und bei dir ist da wirklich auch ein echter, tiefer Hintergrund da. Also da ist eine Tiefe, da ist mehr als Wissen, das will ich eigentlich sagen. Ne? Da ist eine gewisse Form von Weisheit, also von einer wirklichen inneren Klarheit, wie die Dinge einfach da auch zu laufen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das kann man tatsächlich nicht lernen. Das muss man ein Stück weit auch sein. Und das bist du an der Stelle. Deswegen sei es jedem wirklich ans Herz gelegt, von meiner Seite aus, mit dir an der Stelle dann eben da auch zu arbeiten zu dem Thema. Ja. Ja. Okay, hast du eine Abschlussbotschaft an die Welt, an die Eltern, an die Menschen da draußen? Ja, und zwar an alle Eltern. Ihr habt tolle, tolle Kinder. Jeder da draußen hat ein großartiges, einzigartiges und wirklich phänomenales Kind. Manchmal können wir es vielleicht nicht sehen, weil wir das selber überdecken. Vielleicht sind auch die Kinder gerade eine Zeit lang ein bisschen so, dass sie es sehr, sehr gut verstecken. Aber habt bitte immer im Herzen, dass ihr tolle und großartige und einzigartige Kinder habt, die es alle wert sind, wirklich gefördert und geliebt und bedingungslos angenommen zu werden. Sehr gut. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Super, cool. Ich sage dir vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, viele Leute werden sich bei dir melden und den Weg mit dir zusammen gehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wiedersehen. Ja, ich mich auch. Und vor allem dann bei der Erfolgsoffensive in Altötting. Dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Ja, genau. Da könnt ihr Kira dann auch sehen, wenn ihr bei der Erfolgsoffensive seid und natürlich auch die anderen vom Coaching-Team. Und ja, jetzt wird es demnächst bald weitere Folgen mit den Coaches geben. Aber das hier war ein toller Startschuss mit der Kira. Also, ich danke dir. Mach's gut. Danke, Steffen. Du auch.